Ich zocke auch da, weil Minecraft so annehmen. Ja, logisch oder nicht, hä? Aber auf PC. Ja, also wie immer, what the fuck? Hypixel meine ich. Wie Hypixel? Also würdest du im Projekt gar nicht mitmachen oder was? Doch. Hä? Aber es ist viel besser als das Projekt. So. Ah ja, dankeschön. Ja. Dankeschön dafür, Digga. Weißt du, kommst hier rein, sagst, ja, guck mal, hier spielt was anderes, ist viel besser als das. Ja, alles klar, dankeschön, Digga, dankeschön. So, auf jeden Fall, Leute, Hast du willkommen es noch nicht zurück. angeschaut? Ah, die Fresse, willkommen zurück zu LPT. Ne? Heute wahrscheinlich die letzte Aufnahme. Ich muss nämlich ganz ehrlich mal vorher sagen, ich habe keinen Bock mehr auf so richtig auf diese Staffel hier gerade. Ich weiß nicht, dies geht jetzt schon so lange, das ist 190 Folgen knapp. Und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf die Burg da oben. Ich habe die Burg jetzt, glaube ich, schon vor, glaube ich, 40 oder 50 Folgen angefangen, immer weiter gebaut, immer weiter und weiter und weiter. Ich bin mittlerweile einfach demotiviert, da noch was dran zu ändern. Ich weiß auch nicht. Ich meine, das fehlt eigentlich nur noch das Dach oder das obere Geschoss, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Deswegen würde ich jetzt das Projekt langsam mal zu einem Ende bringen, damit wir das mal demnächst fertig kriegen. Und dann würde ich sagen, mache ich dann danach auf jeden Fall eine Pause. Ich glaube, das Einzige, was uns noch fehlt, sind Enderperlen. Ich meine, wir wissen ja, wo das End. Hallo? Oh Gott! Okay. Der Party abgestürzt. Nee. Nee. Dann ist Ich habe die hier gerade ein Loch Tür reingemacht, weil ich habe hier ein Loch bei mir unten im Keller. Da sind Dorfbewohner mit einer Armbrust drinne und ein Creeper. Das heißt, da war irgendwie ein Raid und die sind jetzt alle unten bei mir im Keller drinne. Hinter einer Wand, die ich einfach nur aufmachen muss. Und da sind die dann alle hinter. Ah, alles klar, Spiel. Dankeschön dafür. Auf jeden Fall, wenn es geht, machen wir heute einen Ender Dragon. Wenn es geht, ja genau. Aber wir sind zu dritt, ne? Das heißt, es wird schwierig. Eisenrüstung regelt. Obwohl, warte mal, ich Ender weiß. Dragon ist eh leicht. Oh, ich weiß, wie ich meine Burg noch ganz schnell fertig kriege. Okay, gut, dann mache ich heute noch die Burg fertig. Ich mache heute auf jeden Fall noch die Burg fertig. Ich hab eine ganz schnelle Idee, wie ich die fertig kriege. Ich meine, Alter. Ich kann mir nicht mal bemerken, was es sein soll. Der einen Folge redet darüber, dass es eine Burg ist. Beim anderen Folge ist es auf einmal ein Schloss. Ich hab keine Ahnung, ne? Dieses Ding frustriert mich auf jeden Fall. Ich werde jetzt noch ganz schnell das Dach fertig machen. Das dürfte ganz easy gehen. Ich glaube, zwei, drei Folgen vielleicht. Dann bin ich durch damit. Wenn überhaupt. Ich mach die oben noch ganz schnell drüber und dann ist es Sache durch. Oh, dann mache ich erstmal wieder eine Minecraft-Pause, wie immer halt. Ich mache halt immer nach jeder Staffel eine Minecraft-Pause, dann wird auch hier wieder eine kommen. Und dann, mal sehen, wann diese Staffel kommt, ne? Ich bin auf jeden Fall immer noch mega angepisst, deswegen bin ich wahrscheinlich auch demotiviert, was Minecraft angeht. Er ist aber so, vor 2 Jahren wurden da die Shader angekündigt und jetzt haben die einfach random, so mitten in der Woche, einfach auf Twitter gepostet, ja, Shader kommen nicht. So einfach so nach 2 Jahren, nichts davon gesagt oder so. Einfach so, hier, Shader, wisst ihr noch, damals, vor 2 Jahren haben wir die angekündigt, ganz groß, mit einem riesigen Trailer. Hat uns eine Menge Geld gekostet, hier und da auf diesem Event haben wir es angekündigt. Ja, kommt nicht. Deswegen wird die nächste Minecraft-Staffel auf Nein, dem wird nicht auf PC PC. stattfinden und Nein, es wird sie wird nicht. Hypixel Nein, wird Skyblock. sie auch nicht. Nö. So, das ist schon confirmed. Nee, du laberst so scheiße, so wie immer. So, ich werde keine Staffel auf PC machen, das sage ich jetzt schon mal. Aber wird einfach wieder auf der Xbox sein. Aber da werde ich jetzt erstmal eine gewisse Pause dann wieder zwischen machen, weil jeden Tag, jedes Woche immer wieder Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ich brauche erstmal wieder eine Auszeit davon. Ich bin halt nicht der Typ, der das Ding jetzt hier 24/7 durchspielt und dann immer wieder. Da bin ich halt nicht der Typ. Ich brauche halt immer so nach einer gewissen Zeit eine Auszeit. Ich kann halt nicht einfach permanent Minecraft und dann immer gib ihn. Das geht halt einfach nicht bei mir. Ich habe schon Creeper gehört, ne? Es geht ja auch nichts voran in dieser Staffel irgendwie. Bei dir geht nichts voran, ja, aber bei allen anderen, Digga, ist so viel gebaut worden. Das bautechnisch ist das die heftigste Staffel, die wir bis jetzt hatten. Also, hier wurde so Nee. Unglaublich viel gebaut. Doch, definitiv. Du hast vielleicht nichts geschissen gekriegt, ja, aber alle anderen. Also, so ist es die heftigste Baustaffel. Wir haben so viele Gebäude hier auf der Karte stehen, wie, glaube ich, in LPT noch nie. Ich meine, gut, das ist auch die längste Staffel, ne? Also, von daher ist es eigentlich schon ziemlich logisch, dass hier das meiste gesteht. So. Dann fange ich mal mit dem Ende an von meiner Burg. Oder meinem Schloss oder. Ach, keine Ahnung, Digga. Ist die Kirche? Ach, weiß ich, was das ist, Alter. Es ist irgendwas, es ändert sich Ist andauernd. normal, Was ist. normal, dass so wenig Leute heute da sind? Normalerweise nicht, aber die letzten Tage ist es einfach immer so gekommen. Weil jetzt ist halt Sommerferien, viele Leute sind im Urlaub. Zum Beispiel Shenmue hat mir auch noch geschrieben gehabt, der ist jetzt auch irgendwie, glaube ich, im Urlaub oder so. Der ist jetzt die nächsten 2 Wochen wäre er nicht da. Es ist halt eine Menge los und so, weißt du? Und keine Ahnung. Irgendwie sind Oh, heute war meine alle erste krank. Schulwoche. Ach stimmt, Schule geht wieder los, ne? Ah, ich weiß nicht, ich habe diese Woche gar Jetzt nichts miterlebt endlich. oder mitgekriegt, Gott großartig, ich war sei krank Dank. gewesen.
Wieso, Anna-Man, was hast du denn jetzt dazu schon zu melden? Du bist doch schon längst aus der Schule raus. Ja. Ja, ändert sich da irgendwas für dich oder warum sagst du Gott sei Dank? Nee, ist nur so, Spaß. Ah. So. Oh, Junge. Alleman, kümmerst du dich dann nachher gleich um die komischen, ach komm schon, Gehirn. Enderperlen? Weil dafür brauchen wir ja noch welche, wenn es sehr dunkel ist. Ja. Okay, cool. Ja, Wenn gut, ich dann. welche finde, dann schon. Ja, ich meine, wir sind drei Leute gerade, ne? Also da dürfte eine Menge Mobs spawnen. Also von daher ist es eigentlich relativ egal. Ich meine, letzte Male waren wir ja immer acht Leute, da ist ja nichts gespawnt. Das war ja ziemlich scheiße. Dann dachte ich, es geht auch direkt los. Ah ja, mit Ding bin ich jetzt auch durch mit Shadow of the Tomb Raider. Alles klar, hat ja nur irgendwie 2 Monate gedauert. Ah ja, okay. Aber wie findest du es? Zu wenig Gegner. Zu wenig Gegner, du hast teilweise riesige Horden, die auf dich zugestürmt kommen. Zu wenig Gegner, was laberst du, Alter? Ja, aber ich meine, so, weiß ich nicht, so ein Drittel des Spiels passiert eigentlich gar nichts irgendwie. Nur einfach klettern und so weiter. Du Am spielst ein Anfang Spiel erst. über eine Frau, die Archäologin ist. Und dann beschwerst du dich, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwelche Menschen tötet, oder wie? Ich hätte mir halt mehr Gegner gewünscht. Also würdest du es. Hä, Ich habe das so macht keinen viele Sinn. Upgrades schon Du gehabt. spielst ein Spiel über eine Archäologin, Digga, und beschwerst dich darüber, dass du nicht genug Menschen töten kannst. Hä? Digga, du Ja. verstehst das nicht, wie ich es meine. Ja, natürlich verstehe Weißt ich. du, Du hast es sind, Upgrades, du bist am Leute Schluss sind rumballern. viele Gegner gekommen, weißt du? Ja. Aber am Anfang sind überhaupt gar keine Gegner gekommen. Ja, weil es eigentlich, weil du Und das spielst ist halt. von der Archäologin, Digga, es ist kein Call of Duty. Aber es hat schon Bock gemacht. Auch Ja. die Grafik war geil. Ja, natürlich. Ich fand auch die Inszenierung Hammer. Wie die ganzen Gebäude auch gebaut wurden. Wie das ganze Level-Design war halt heftig. Aber leider war es dann auch schon großartig so. Ich weiß auch nicht, das Spiel hatte nichts Besonderes gehabt in meinen Augen. Ich weiß auch nicht. Es war gut, keine Frage. Es hat echt Bock gemacht. Aber es war jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Es war eigentlich eine Karte. Eine Karte? Jo. Hey, wie eine Karte. Ja, von Dschungel bis nach, weißt du wohin? Eine riesige Karte eigentlich. Ey, ich hab Also keine Ahnung, wovon du nur redest, ein ne? Level. Achso, du meinst, es war. Na, nee, ein Level war es ja nicht. Es war ja ein Dschungelgebiet. Am Anfang hat es war. Nee, warte mal, Schneegebiet war Rise Ja, of aber Tomb das sind Raider. verbunden. Das sind verbunden gewesen alle. Ja, du. Also war es eine riesengroße Karte. Ja, es ging halt darum, einen einzigen Schatz zu finden, weißt du? Deswegen ist es halt mehr so alles in einem Gebiet. Ich meine, wenn ich einen Schatz verstecke, verstecke ich auch nicht das eine Teil dort und dann irgendwie die andere Hälfte irgendwie 50.000 Kilometer woanders. Weißt du? Ja, auch irgendwie merkwürdig. Ich meine, wie willst du an deinen eigenen Schatz rankommen, wenn du jedes Mal irgendwie 50.000 Kilometer reisen musst, nur um den Schatz dann zu sehen? Ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber es waren schon unlogische Sachen dabei, muss Es ich ist auch ein sagen. Videospiel, Anna-Man. Komm mir hier nicht Ja, ich mit meine, Logik, so Alter. überhaupt auch. Wie überhaupt auch? Zum Beispiel die verlorene Stadt, so was Lächerliches. Das ist ja komplett lächerlich, tut mir leid. Es ist nicht lächerlich, es ist einfach ein quasi ein Entdeckerspiel. Die haben einfach was ausgefunden, so, boah, wäre das nicht cool, wenn du Archäologe bist und dann sowas findest. Ja, ist es auch. Lächerlich wäre es gewesen, wenn jetzt auf einmal Ah. Aliens gekommen wären, die alle die ganze Welt weggebombt hätten oder so. Das wäre lächerlich gewesen. Ein Weißt du? riesengroßes Gebiet, das noch nie entdeckt wurde. Darf ich Und es mitzocken? Ja, ist kannst gerne offen. mitzocken. Musst mir einfach nur über Xbox eine Nachricht schreiben, dann lade ich dich ein. Irgendwie eine 1, Das 2, 3 ist oder so, dann nicht geht das. logisch. Na, ich finde das aber trotzdem relativ gut. Es ist halt im Rahmen. Es ist halt ein Spiel. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass alles so 1 zu 1 so wäre wie in der Real. Dann wäre es nämlich scheiße langweilig. Weißt du, dann bräuchte man das Spiel gar nicht spielen. Aber ich fand das eigentlich ganz geil. Eine verbotene Stadt, die klatscht halt, weiß ich nicht, unter die Erde oder was. Ist halt immer Aber noch. jetzt eine verbotene Stadt. Die klatscht nicht unter So. die Erde. Die haben sie unter der Erde gebaut, oder? Hä? Junge, was laberst du? Dort ist eine riesige Stadt einmal über der Erde, die versteckt war. Und dann hattest du eine unterirdische Stadt, die ziemlich zerstört war. Nee. Oh?
Mit den anderen komischen Dingern da, diese Kannibalen, ich glaube Kannibalen war das gewesen, oder? Ja, diese komischen Gollums. Da waren ja überall Gollums unten. Achso, du meinst dann ganz am Schluss? Ja, natürlich, welche meinst du denn sonst? Oder meinst du die Stadt, die komplett zerstört wurde? Stadt, oder? Ja, natürlich, das war eine riesige Stadt. Das war, gut, das war mehr was wie eine, so ein Gollum-Haus oder so, aber es hatte mehr mit der Stadt zu tun als alles andere, würde ich sagen. Es war eher so ein Tempel, so ein riesengroßer. Hallo. In einer fetten Höhle. Tempel würde ich das jetzt nicht nennen, das war halt mehr, ich weiß nicht, Gott, wie hieß das Wort dafür? Boah, ich komme gerade überhaupt nicht auf dieses Wort da. Wie ist das? Es gab ein Wort dafür, wenn da irgendwie so Kreaturen auf einen Haufen waren. Es war nicht Bunker, es war kein Nest war es auch nicht. Es gab eine andere Beschreibung dafür. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf. Es war sowas ähnliches wie Nest. Aber ich komme gerade überhaupt nicht drauf. Okay. Also CBD, bist du schon in-game? Soll ich dich einladen? Wie sieht's aus? Ja, geh jetzt gerade rein. Okay. Anderman, hast du noch Lapis Lazuli-Blöcke, die ich haben kann? Oh, nee, warte mal, scheiße, Cesar hat die gefarmt. Na, obwohl, da hast du auch noch Lapis Lazuli, das bräuchte ich nämlich auch. Ah, stimmt, ich hatte eine Menge Stein noch gefarmt. Weil ich bräuchte noch ein bisschen Lapis Lazuli, um meine Burg noch fähig zu kriegen, weil ich da ja im zweiten Abteil damit gebaut habe. Ja. Scheiß auf, ich lasse das Eisen einfach hier, das brauche ich ja eh nicht mehr, das brauche ich jetzt eh schon fast zu Ende. Nehme ich das hier noch mit. Machst du eigentlich einen Super Mario Livestream irgendwann? Keine Ahnung, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich plane nicht voraus, ich zock das, worauf ich Bock habe. Ich werde näher zum Beispiel direkt nach Minecraft, nein, mache ich nicht. Ich werde zum Beispiel direkt nach dem Stream erstmal Remnant From the Ashes weiterzocken, was ich gestern angefangen habe. Das Spiel ist mega geil. Will ich nicht weiter zocken. Natürlich zocke ich auf der Xbox, zocke nur auf der Xbox. Die Grafik ist halt schlecht. Die Grafik ist nicht schlecht, hä? Können die mich einladen? Ja, ich schicke Einladung. Alter, wieso sagst du, die Grafik ist schlecht? Du kennst das Spiel wahrscheinlich nicht mehr, wovon ich dir gerade den Namen gesagt habe. Naja, verglichen zu der Xbox, auch zur Xbox One X, ist die Grafik schlecht. Und Shadow of the Tomb Raider. Ach, Shadow of the Tomb Raider, Digga! Du switchst von einem Spiel direkt aufs andere, ohne irgendwas zu sagen. Woher soll ich wissen, was du meinst? Bist du verwirrt heute oder so? Alter. Du gehst irgendwelche Themen durch, switchst komplett woanders hin und ich soll wissen, worüber du redest, Alter. Alter. Wer? The fuck? Alter, was ist los bei dir im Hintergrund? Was soll los sein? Ja, ich habe irgendwelche Stimmen bei dir gerade im Hintergrund gehört. Ja, das sind Kinder draußen. Okay. Willst du die entführen oder so? Hast du da irgendwie was geplant? Nee. Okay. Nee, warum? Ich dachte, du hast so ein Auge drauf geworfen, deswegen hast du das Fenster auf, um ein bisschen zuzuhören, um den beiden ein bisschen was mitzukriegen, falls ein Kind auf einmal den Spielplatz verlässt oder so. Aber ich weiß nicht. Wie viel Lapis hast du eigentlich? Wie viel könnte ich mir ausleihen? Ups, habe ich vergessen. Zu Hause. Wie zu Hause? Zaubertisch irgendwo? Irgendwo bestimmt, aber ich habe keine Ahnung wo.